Was geht ab, YouTube, und herzlich willkommen zurück zur Folge 7 von Call of Duty MW3 Story. Zwischendurch kam eigentlich nur Lego Fortnite, aber heute soll es wieder weitergehen mit der MW3 Story. Und dann gehen wir rein. Das Ganze heißt Absturzstelle. Let's go. Falls ihr die anderen Folgen noch nicht gesehen habt, schaut euch gerne Folge 1 bis 7 jetzt an. Ich habe dazu eine ganze Serie gemacht. Wir ziehen die Serie auch noch ganz durch bis zum Ende. Position? Ja, sehe mehrere Conny-Trupps, die das Wrack durchsuchen. Sie scheinen die Absturzstelle zu sichern. Die ULF war das nicht. Wir müssen etwas finden, um das zu beweisen. Laswell hat Signale im Gebiet gescannt. Wir können Passagierhandys aufspüren und nach dem Flugschreiber suchen. Verstanden. Bin dran. Ich sehe dich. Ich gebe dir Deckung. Sag dir, was ich von hier sehe. Wir machen hier keine Schleichmission draus. Hier wird gleich attackiert. Knapp, aber sie haben dich aus den Augen verloren. Ich gebe dir Rückendeckung. Ach, die haben alle einen Helm oder was? Oh, die sind alle gepanzert, sehr gut. Ich mache hier keine Schleichmission draus, das könnt ihr vergessen. Bis euch. Oh, hier sind Scharfschützen hier. Und überall. Ah ja, grüß dich. Oh. Das war eh. Das sind viele Trümmer. Die kosten Attacke. Guter Erfolg, 3-1. Signal aus den Trümmern dort, Fahrer. Such weiter. Verstanden. Ich habe einen für dich umgelegt. Danke, Digga. Uha. Oh, nicht schlecht. Makarovs Männer werden hier mit seinen Waffen. Sie bekommen, was sie verdienen. Wenn wäre sie nur zweimal töten könnten. So, hier was durchsuchen, ne? Achso. Hab Kontakt! Siehst dir an und sag dir, was du siehst! Russische Passagiere. Die schreien. Sonst nichts. Such nach einem anderen Handy. Gebäude ist leer. Ich fahre mir etwas. Ach so, das musste gar nicht da liegen. Er ist eine Waffe, jetzt eine Beste. Sie sieht ängstlich aus. Sie will das nicht tun. Wir wissen beide, dass die Welt es anders sehen wird. Makarov will, dass die Welt das sieht. Das müssen wir verhindern. In Ordnung. Das Pallgerät empfindet. Ich habe den Flugschreiber gefunden. Flugschreiber gesichert. Ich zerstöre die Daten, bevor Makarov meine Armee beschuldigen kann. Auf jeden Fall. Lösche alles, Kilo. Keine Signale mehr. Wir haben alles, was es hier gab. Die Absturzstelle ist sauber.
verschwinden wir. Wir treffen uns im Infiltrationspunkt. Verstanden, Kopf. Und damit? Kilo, ich habe ein Problem. Okay, was ist los? Conny nähert sich meiner Position. Sie haben mich entdeckt. Moment. Sollte auch noch sein, entschuldigen, moin. Los! Wer weiß, was ich gerade 8-mal gedrückt habe. Wir haben gerade 8-mal Vierecke, denn an der gedrückt ist nichts passiert. Was jetzt? Wir müssen herausfinden, wo diese Conny herkamen und wo sie hinwollen. Du musst dich verfolgen. Greif sie nur im Notfall an. Ich halte mich auf Distanz. Lass dich diesmal nicht erwischen. Kann ich nicht versprechen. Eine frühere ULF-Soldatin mit einer Sprengweste in einem russischen Flieger. Sie zwangen sie, da bin ich sicher. Samara, eine gute Kämpferin. Sie stieß während der Besatzung zu mir, aber ihrer Familie ging vor. Was war an der Absturzstelle? Sie haben Beweise gegen uns platziert und den Rest eingesammelt. Wir töteten viele und nahmen die Handys. Und die Blackbox? Hab alles gelöscht. Schlau. So kann Makarov nicht die Wahrheit verdrehen. Wenn Conny-Agenten an Bord waren, sind sie irgendwie entkommen. Makarov hinterlässt keine Spuren. Manche werden glauben, die ULF sei verantwortlich. Dank dir gibt es keine Beweise. Man wird spekulieren, aber du hast Makarov gut ausgespielt. Das genügt nicht. Alex verfolgt Conny. Wenn sie in Uruzgan sind, findet er sie. Verstanden. Wenn ich mich mit 141 treffe, wirst du erfahren, was wir wissen. Und Farah? Ja, alles wohl? Tut mir leid wegen Samara. Mir auch. Wie hattet ihr euch? Sind noch hier. Meine Brüder. Hey. Wie geht's dir, Genosse? Jetzt besser, Captain. Verschissene Ultranationalisten. Security-Aufnahmen vom Flughafen. Er hatte einen Boardingpass für Flug 761. Falscher Pass. Oder Insiderjob. Wohl eher. Er ging einfach durch. Das war ein Spaziergang. Scheiß Makarov. Was haben Farah und Alex? Nicht genug für Beweise. Dieser Bastard bestückt amerikanische Raketen mit Chemiewaffen und tötet eigene Leute. Zivilisten. Und die Schuld gibt er Farah. Und den USA. Ihr spielt mit dem Feuer. Force Flag Operation. Er will Krieg. Ost gegen West. Der Titelkampf. Fällt die Welt darauf rein, Kate? Es fehlt nicht mehr viel. Wir hatten ihn schon in der Scheißhand. Wir hätten ihn damals töten sollen. Was hielt euch ab? Verstanden, wir sind unterwegs. Achtung, Makarov und seine Leute könnten noch drin sein. Falls ja, bringen Sie ihn raus. Lebend. Verstanden, wo sind Sanitäter? Rettungskräfte kommen erst rein, wenn der Tatort sicher ist. Makarovs nächstes Ziel könnte die VIP-Lounge auf der dritten Ebene sein. Schöner Scheiß, Mann. Allerdings, Ghost und ich, aus 10 Minuten schnappen wir den Kerl. Ende. Und dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Makarov spielt hier ein falsches Spiel mit uns und wir schauen, wie es nächstes Mal weitergeht. Seid gespannt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, yes we jump.